Helfersyndrom oder Heldensyndrom. Was ist das? Kannst du was dazu machen? Hat neulich eine Abonnentin von meinem YouTube-Kanal gefragt. Und dachte ich, ja klar, mache ich kurz mal was. Ist ja was, was ich kenne, was mich ja auch betrifft oder betroffen hat. Nun, was ist das? Also, das bedeutet, jemand möchte anderen Menschen helfen oder jemand hilft anderen Menschen. So, was für Berufe sind es denn in der Regel? Ärzte, Psychologen, Krankenschwestern, Polizisten, Rettungsassistenten, ja, Therapeuten, durchaus auch Coaches. Und da muss man sich fragen, wie kommt es, dass jemand so eine durchaus tolle Fähigkeit entwickelt hat, anderen Menschen helfen zu wollen? Ich würde fast schon mal behaupten, zu müssen, nicht zu wollen. Und da beginnt es immer zu verstehen, was ist das denn überhaupt? Helfer ist klar, Held ist auch klar, aber brechen wir es mal runter. Wenn jemand anderem helfen möchte, dann gibt es diesem Menschen ein gutes Gefühl, anderen Menschen helfen zu dürfen. Es ist auch ein Privileg, wenn man das machen darf, darin seine Berufung gefunden hat, ist es was unglaublich Schönes. Also ich kann das nur von mir sagen. Für mich, ich arbeite seit 28 Jahren mit Menschen, für mich gibt es tatsächlich nichts Schöneres, das ist meine Berufung, anderen Menschen helfen zu dürfen. Also so privilegiert zu sein, anderen Menschen helfen zu dürfen. Jetzt ist es nur so, wenn es heißt ein Helfersyndrom, dann klingt es ja schon, ich würde mal sagen, ein bisschen stressig, krankhaft. Und da ist der Punkt. Wenn du nicht verstehst, dass anderen Menschen helfen durchaus schaden kann. Wenn du nicht verstehst, weshalb du das machst, wird es natürlich kritisch. Du wirst dich unzufrieden fühlen, irgendwann ausgebrannt fühlen, vielleicht nicht geliebt fühlen, ungerecht behandelt fühlen, depressiv, vielleicht auch ein Burnout bekommen. Wenn du dich nie fragst, woher habe ich denn diese total tolle Fähigkeit, anderen Menschen helfen zu wollen oder zu müssen? Ja, es ist bei den meisten, ich würde sagen, bei den meisten, so eine Art Zwangsneurose, ohne dass man das jetzt so bezeichnen oder merken würde. Denn wenn jetzt jemand sagt, ich helfe gern anderen Menschen, also es kommen ja Menschen zu mir, die darunter leiden, die schwer krank wurden, weil sie sagen, ich bin so ausgebrannt. Und ich frage, was machen Sie denn beruflich? Ja, ich bin von mir aus Krankenschwester, Arzt, was auch immer. Und sage, okay, wow, toll, schöner Beruf, Arzt, ein schöner Beruf, Psychologe, Therapeut, überhaupt. Im helfenden Bereich total schöne Berufe. Weshalb machen Sie es denn? Dann kriege ich ganz oft die Aussage, naja, weil es mir Spaß macht. Sag ich, ja, natürlich, das ist doch so, mit Sicherheit so oder hoffentlich. Denn sonst wüsste ja jeder, ja, ich wurde da reingezwungen, reinmanipuliert, mir macht es keinen Spaß. Dann weiß man ja, wann man eventuell krank wird oder schwer leidet oder unzufrieden ist. Wenn ich dann die Menschen frage oder sage, was genau macht dir daran denn Spaß? Ja, anderen zu helfen. Dann sage ich, gibt es dir ein gutes Gefühl? Ja, ja. Dann sage ich, okay, halt mir mal fest, dass wir vom Gleichen sprechen, nicht, dass wir einander vorbeireden. Wenn Sie mit anderen Menschen arbeiten und es läuft gut, gibt Ihnen das gut, ein gutes Gefühl. Läuft es nicht gut, gibt es kein gutes Gefühl. Ja, genau. Dann sage ich, okay, dann ist also das, was Sie machen, abhängig von außen, also von Feedback von außen. Ja, klar. Denke ich, naja, war jetzt auch eine doofe Frage von mir. Ist doch klar. Ja, so klar sollte das eigentlich nicht sein. Oder sollte klar sein, dass es, ja, ich würde mal sagen, sogar schlimm ist, wenn dein Gefühl von außen abhängig ist. Denn wenn du Menschen hilfst und du arbeitest gern mit Menschen, dann sollte alleine schon diese Tätigkeit, anderen Menschen, den Seelengefährten helfen zu dürfen, schon per se ein schönes Gefühl sein. Und es sollte nicht abhängig sein dürfen und schon gar nicht müssen, wie die Außenwelt reagiert, dann würde ich behaupten, hast du was nicht richtig verstanden oder du hast nicht verstanden, warum mache ich das denn überhaupt? Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Wenn jemand unter dem Helfersyndrom leidet, und darunter leiden eben alle, die es nicht verstehen, weil es völlig normal ist, leidet der Mensch darunter, ich würde mal sagen, unter Unbewusstheit, nicht zu wissen, warum bin ich jetzt Heilpraktiker oder Heilpraktikerin geworden, Arzt, Psychologe, Krankenschwester, was auch immer es alles gibt. Naja, weil ich vielleicht
nicht verstanden habe oder mich nie gefragt habe, woher habe ich denn diese total schöne Fähigkeit, anderen Menschen helfen zu wollen und was natürlich auch sehr wichtig ist, zu sehen, was ein anderer Mensch braucht. Und das ist natürlich, da wird es gefährlich, zu fühlen oder zu glauben, sich also einzubilden, zu fühlen, was ein anderer Mensch glaubt, weil das kann man nie. Man kann nie fühlen, was ein anderer Mensch fühlt. Also es gibt so Haufen Videos auf meinem Kanal hier, die das auch genauer beschreiben. Du kannst nie fühlen, was ein anderer fühlt. Das ist Unsinn. Du kannst nur fühlen, was dein Körper fühlt. Du kannst definitiv nie die Gefühle eines anderen fühlen. Das ist Unsinn, aber ich denke, das weiß man doch. Wobei, da bin ich nicht so ganz sicher. Manchmal sagen Menschen, doch, ich kann fühlen, was andere fühlen. Das ist Unsinn. Das ist physiologisch, egal ob du das metaphysisch betrachtest oder normal, physisch nicht möglich. Du kannst die Schwingung eines anderen Menschen nicht fühlen. Du kannst nur deine eigene Schwingung, die natürlich durch die Schwingung eines anderen Menschen dich triggert oder aufschaukelt, fühlen. Das sind aber immer deine Gefühle. Nehmen wir an, wir könnten ein Gefühl sichtbar machen. Das wäre jetzt so ein Gefühl. Wenn ein Mensch so ein Gefühl hat, du hast die Fähigkeit, dieses Gefühl zu erkennen, weil du musst es bereits kennen, sonst würdest du es nicht erkennen. Oder wenn du es nicht kennen würdest, würdest du es ja nicht sagen. Es wird dann wird durchgehen. Es gibt ja genügend Energien, Schwingungen, Biophotonen, Gefühle hier, die wir ja gar nicht mitkriegen. Gott sei Dank auch, sonst wären wir völlig überflutet, weil wir sie nicht kennen und weil sie keine Relevanz haben. Also nehmen wir an, es schwingt jemand so. Oder so, ist ja egal. Und du sagst, ich fühle wie der, das war ja furchtbar, dann fühlst du ja genau dieses Gefühl. Aber woher? Weil dieser andere Mensch, der diese Schwingung natürlich ausstrahlt, dein System kann das durchaus aufnehmen, es aufnimmt. Und warum? Weil dein Körper diese Frequenz durchaus aufnehmen kann. Erstmal kann, Punkt. Das würde nichts bedeuten. Wenn du aber sagst, ich fühle wie der andere, dann erkennst du diese Schwingung. Nur so kannst du sagen, ich fühle, was der andere fühlt. Du erkennst diese Schwingung, kannst du natürlich, wenn du sie kennst. Jetzt ist nur das Problem, woher kennst du sie, diese Schwingung? Und was macht es mit dir? Wenn ein anderer so fühlen würde jetzt, einfach diese Schwingung, ich mache es mal ein bisschen langsamer, dass es nicht so hektisch wird, so fühlt jetzt jemand. Und nehmen wir an, es wäre ein negatives Gefühl für diesen anderen. Jetzt fühlst du das auch, weil du kannst es auch wahrnehmen, dass du diese Schwingung in dir trägst. Jetzt nur die Frage, wie empfindest du es? Wenn du sagst, diese Schwingung ist für mich total schön, fällt mir, es wird aber jetzt nicht zu dem passen, was du beim anderen siehst, der guckt vielleicht so und sagt, mir geht es nicht gut und schwingt so. Jetzt siehst du das, also fühlst du das und bei dir hat es was anderes ausgelöst. Freude, Leichtigkeit, Langeweile, was auch immer. Dann würde ich sagen, ich verstehe nicht, wieso du dich so fühlst. Das ist doch schön. Naja, das gibt's nicht. Jetzt haben wir natürlich noch ein anderes Problem, nach dem, was ich gerade dargestellt habe. Wenn Menschen so schauen, werden unsere Spiegelneuronen, die wir in uns tragen, das ja sehen und erkennen. Sagen, oh, dieses Gesicht kenne ich, das ist Leid. Ja, woher kennst du es? Von Mama, die immer gelitten hat, vom Papa, der, wenn er da mal da war, gelitten hat. Irgendwoher musst du das kennen und irgendwoher musst du eine Referenzerfahrung haben, die dir einfach sagt, naja, so ein Gesicht und so eine Sprache, oh, mir geht's nicht gut, das kenne ich. Und jetzt fühle ich, was der andere fühlt. Nochmal, ich muss es leider so hart formulieren, das ist Unsinn. Du kannst nie fühlen, was ein anderer fühlt. Du kannst diese Schwingungen aufnehmen, ganz klar. Nur du bist eine einmalige Persönlichkeit. Dieser andere Mensch hat eine ganz andere Historie, eine ganz andere Biochemie, ganz anderes Gehirn, ganz andere Erfahrungen gemacht in seinem Leben, sodass du niemals, niemals das Gleiche fühlen kannst. Und sagen kannst, ich fühle, was der andere fühlt. Das ist Quatsch. Du fühlst das, was du fühlst. Das ist ja auch in Ordnung. Nur wenn du jemand anderen dann fragst, oh, geht's dir nicht gut, bloß weil der gerade mal vielleicht nachdenklich guckt, und dein Gehirn sagt, oh, so hat meine Mutter geschaut, als sie gelitten hat. Und du sagst, geht's ja nicht gut. Und er sagt, was? Wieso? Ich habe es einfach nur nachgedacht, wo die nächste Haltestelle ist. Da merkt man, ups, durch die Suggestivfrage, habe ich gestellt, weil ich gedacht habe, das erkenne ich doch so. Ich weiß doch, wie der sich fühlt. Nee, das ist Unsinn. Prüf es einfach für dich. Prüf es für dich. Finde raus, ist es möglich, das Gleiche zu fühlen wie ein anderer? Nein, definitiv nein. Du kannst die Schwingung fühlen, ja. Nimm mal an, das sind 234,27 Hertz. Das ist eine Frequenz. So, egal welche Amplitude. So. Ja, klar, wenn du das auch fühlst, okay. Oder bei der Kammerton A beim Klavier oder bei Instrumenten ist immer noch 440 Hertz. Das ist eine Schwingung. Das kannst du hören. Du kannst die 440 Hertz zum Beispiel auf dem Klavier, auf der Taste A beim Klavier hören.
Nur was du hörst was ganz anderes wie jemand anderen, weil das von deiner Wahrnehmung, wie du diesen Ton in dir aufgenommen oder geprägt hast, wahrnimmst. Deswegen kannst du nie fühlen, was ein anderer fühlt. Du kannst den Ton hören, bei manchen löst er vielleicht was Schönes aus, bei anderen gar nichts. Wieder andere sagen, na, dieser Ton gefällt mir nicht. Dementsprechend ist es ganz wichtig, jetzt zu verstehen, du kannst nie fühlen, was ein anderer fühlt. Du kannst glauben, dass du das fühlst. Aber egal, was du jetzt glaubst, finde es einfach für dich raus. Wichtig ist jetzt, du fühlst jetzt was. Und jetzt haben wir ein Problem. Wenn der andere sich schlecht fühlt und du sagst, okay, ich fühle, was der fühlt, das wäre ja eine Katastrophe, dann würdest du dich ja genauso schlecht fühlen. Nehmen wir mal an, du bist jetzt im therapeutischen, medizinischen Bereich, egal wo, tätig und jemand hat Tachykardie, also beschleunigter Puls, der fühlt sich nicht gut. Wenn du das genauso fühlen würdest, würde es ja auch Tachykard werden, also der Puls sich beschleunigen. Wenn du das Gleiche fühlen würdest wie der andere, hättest du die gleichen Katecholamine, also Stresshormone, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol würde hochgehen und. Das wäre eine Katastrophe, wenn du das Gleiche fühlen würdest wie der andere oder fühlen könntest, wie der andere es fühlt. Dann würdest du ja die gleichen biochemischen Prozesse ablaufen haben und dann bist du in der Falle. Aber genau das ist der Punkt. Die meisten Menschen antizipieren das, die sind empathisch, das ist eine Katastrophe, empathisch zu sein, wenn man es falsch versteht. Auch dazu gibt es ein Video von mir auf dem YouTube-Kanal, das heißt Empathie oder Ekpathie und. Und jetzt ist der eigentliche Punkt, auf den ich die ganze Zeit raus möchte, ist, die meisten Helfer, ich würde mal behaupten, alle, die sich bisher nie damit beschäftigt haben, leiden darunter, weil sie nicht wissen, dass wenn sie einen anderen Menschen sehen, der leidet, sie den Wunsch haben, diesem Menschen zu helfen. Und das ist die Lüge, behaupte ich, oder der Irrtum. Denn das stimmt nicht. Du möchtest niemand anderem helfen, wenn du unter einem Helfersyndrom leidest. Du möchtest das, was der andere in dir auslöst, nicht fühlen. Das heißt, wenn jemand sagt, okay, ich bin jetzt in einem medizinischen, in welchem Bereich auch immer tätig, oder psychologischen oder bei der Polizei oder wo auch immer, wo man mit Menschen hilft, Feuerwehr, was auch immer, und du siehst, da leidet jemand. Wenn es dich nicht berühren würde, würde ich sagen, okay, da guckt jemand so, scheint entweder denkt nach oder ihm oder ihr geht es nicht gut, frage ich halt mal. Das berührt dich aber nicht. Denn in dem Moment, wo es dich berührt, fühlst du was? Du bildest dir vielleicht ein, dass du das Gleiche fühlst wie er. Nein, du fühlst das, was du in dir trägst und nie gelöst hast. Das ist das Problem bei einem Helfersyndrom. Du merkst nicht, dass du das Leid eines anderen, also dass du glaubst, dass du das Leid eines anderen siehst, einer anderen. Nein, du schaust in einen Spiegel, siehst, vor allen Dingen fühlst du dein eigenes Leid, ohne es zu merken. Und dann möchtest du dem anderen Menschen helfen, ohne zu merken, dass du es nur tust, um dich besser zu fühlen. Und dann wird es durchaus zu einem Missbrauch. Ich habe ganz viele Patienten, Klienten, die zu mir kommen und von mir aus von einem klassischen Psychologen, ich nenne es mal, rausgeworfen wurden. Der sagt, oder die Psychologin, der Psychologe sagt, also ich kann mit Ihnen nicht mehr weiterarbeiten, Sie machen einfach nicht, was ich sage. Sie sind therapieresistent oder was auch immer. Naja, das ist schade, denn es gibt keine therapieresistenten Patienten, es gibt höchstens unfähige Psychologen oder Therapeuten oder was auch immer. Denn wenn jemand sagt, du bist therapieresistent, gut, dann hat er halt nicht verstanden, dass es das nicht gibt und dass es Unsinn ist, aber dann ist dieser Mensch, nimmt es vielleicht zu persönlich, das sagt, ich habe ja einen Patienten, dem möchte ich helfen. Jetzt leidet aber der Patient jedes Mal in der Sitzung, nehmen wir jetzt an, in der Psychotherapie, und ich komme nicht voran. Naja, wenn der Therapeut dann nicht einfach sagt, okay, ich kann halt nun mal nicht mehr machen, wie ich machen kann, vielleicht schaffe ich es nicht, an den Patienten ranzukommen, vielleicht will der oder die ja auch gar nicht, ja, dann ist aber nicht therapieresistent, sondern dann klappt es halt einfach nicht. Wenn der aber dann entfernt oder rausgeworfen wird aus der Therapie, aus der Beratung, was immer, doch dann nur, weil der Psychologe, ich bleibe jetzt mal Psychologe, ist ja egal, ob Heilpraktiker oder wer auch immer das macht oder ein Coach, nicht in der Lage ist zu sagen, ich glaube, ich nehme die Sache ziemlich persönlich. Denn es passt mir nicht, dass der Patient nicht mitmacht. Das ärgert mich, weil ich erfolgsorientiert bin, weil ich möchte, dass der Mensch Heilung erlangt. Das stimmt so nicht. Ich möchte, dass wenn der Patient sich verändert, ich meinen Mist nicht mehr fühlen muss. Das ist ganz oft so. Und das ist natürlich schade. Ist bei Ärzten auch oft so,
die nehmen das den Tod zum Beispiel sehr persönlich. Die wollen nicht, dass ein Patient stirbt. Also heutzutage ist es, glaube ich, ein bisschen besser geworden durch Patientenverfügung und so. Aber ich weiß noch, zu Zeiten vor 20, 30 Jahren, da gab es es wahrscheinlich in der Form auch noch nicht, dass der Patient mitentscheiden konnte. Da hat der Arzt mit Sicherheit, weil er es ja gut gemeint hat, um jeden Preis das Leben des Patienten retten wollen. Eben um den Preis, dass er nicht fühlen muss, dass er versagt hat. Das Ego eines Arztes, wenn du das nicht weißt als Arzt, nimmt es sehr persönlich, gegen den Tod zu verlieren. Dann glaubt der Arzt, er hat das falsch gemacht. Das ist eine Form von Größenwahnsinn höchstens dann und kapiert nicht, Moment mal, ich quäle den Patienten vielleicht mit unnötigen lebenserhaltenden oder verlängernden Maßnahmen, weil ich es persönlich nehme, verloren zu haben, wenn ich dem Patienten nicht helfen kann. Ist menschlich und normal, ist aber natürlich eine Katastrophe für den Patienten und was viel wichtiger ist für den Arzt. Der arme Kerl meint sehr gut, oder die Ärztin. Merkt aber nicht, Moment, warum kann ich jetzt nicht aufhören? Es spricht doch alles dagegen. Und ja, warum mache ich weiter? Naja, weil ich es persönlich nehme. Und weil ich nicht möchte, dass der Patient, der sich hilflos fühlt, eben hilflos fühlt, weil dann würde man feststellen, Moment mal, wieso bin ich überhaupt im helfenden Bereich tätig? Ja, ich habe eine Affinität, ich habe eine Fähigkeit, Leid eines anderen Menschen zu erkennen. Warum? Naja, weil ich mein Leid in mir kenne. Ich kann doch nichts erkennen, was ich nicht schon kenne. Also, subsummarum, um das mal langsam abzuschließen, jemand, der die Fähigkeit hat, mit anderen Menschen zu arbeiten und darunter durchaus irgendwann leidet, ein Helfersyndrom hat. Ich würde sogar sagen, jeder, der mit anderen Menschen arbeitet, egal in welchem Beruf, also der helfend tätig ist, egal in welchem Beruf, also wo es dann wirklich um Probleme geht auch. Wenn jetzt jemand sagt, ich arbeite bei meinem Amt, wo man Kfz-Kennzeichen rausgibt, helfe ich auch anderen Menschen oder in der Gastronomie. Ja, das ist eher der Service oder Dienstleistung. Mir geht es darum, darum geht es ja beim Helfersyndrom, wenn Menschen in dem medizinisch-psychologischen Bereich arbeiten, wo andere Menschen wirklich dringend Hilfe brauchen, schwer leiden. Warum macht man das? Ich behaupte mal meist deswegen, weil man in der Kindheit erfahren hat, wie hilflos die Eltern waren, wie hilflos man selbst war, es nie gelöst hat und natürlich dadurch versucht, andere Menschen zu helfen, um ja seinen Schmerz nicht fühlen zu müssen. Da das Gegenteil auch immer wahr sein kann, also prüf's immer, kann es auch sein, dass jemand sagt, nee, ich hatte so eine total schöne Kindheit, war alles prima und es war so schön, dass meine Mama und Papa mir geholfen haben oder meine Großeltern und das habe ich gemerkt, das mag ich, das gefällt mir und deswegen bin ich im helfenden Bereich tätig. Ja, super, dann wär's ja frei von einem Helfersyndrom. Dann machst du's, weil du erfahren hast, wie schön es ist, wenn man für andere da sein kann. Du wirst den Unterschied merken. Wenn du dann mit diesem reinen, offenen Herzen, weil es keine Zwangsneurose geworden ist, weil du es nicht machen musst, um dich gut oder eher nicht schlecht zu fühlen, dann weißt du, ja, ich helfe gerne Menschen, das ist schön, Menschen zu helfen, weil ich habe das so gelernt in der Kindheit, ich weiß selbst, wie schön es war, war immer prima, hatte tolle Eltern, tolles Umfeld, es hat mir einfach gefallen und hat mir gesagt, oh, ist so schön, für andere Menschen da sein zu dürfen, ist es ja auch. Und es ist aber auch okay, wenn es mal nicht klappt, dann bist du frei, dann bist du absolut frei und so solltest du werden. Ich habe das am Anfang mit Sicherheit auch nicht gewusst und so habe mit Sicherheit auch darunter gelitten. Ich bin ja im gleichen Bereich tätig, helfe ja Menschen, habe auch ein Helfersyndrom, sonst würde ich das nicht machen. Und sonst würde ich es nicht verstehen. Also das heißt, ja doch, so ist es. Natürlich ist meine Berufung irgendwann, habe ich es gemerkt. Aber ursprünglich kam ich ja mit Sicherheit. Ja, bei mir ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Ich habe ja viele ganz andere Sachen gemacht. Ich habe ein Handwerk gelernt, eine Sicherheitsfirma, Technik, Informatik studiert. Ich habe ganz andere Dinge gemacht. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Ich bin nie von vornherein da rein. Ich hätte wahrscheinlich früher mit 18 oder 25 gedacht, ich bin nicht so bescheuert und höre mir den Mist von anderen an. Irgendwie, ich bin da reingeraten. Und trotzdem muss man schon die Tendenz auch haben. Und ich habe das für mich immer geprüft. Stresst es mich, mit anderen zu arbeiten? Wenn ja, warum? Lasse ich es zu nah an mich ran? Merke ich nicht, dass die Gefühle eines anderen auch meine Gefühle tangieren und ich nicht merke, Moment mal, jetzt erzählt mir die Klientin, Patientin irgendwas und ich merke vielleicht dann gar nicht, wow, das kann ich gut nachempfinden. Jetzt fühle ich das vielleicht noch und merke gar nicht, dass mein Körper Stress hat, dann ist es nicht gesund. Und das war ganz sicher bei mir am Anfang so, also hundertprozentig. Und das musste ich auch irgendwann lernen, sagen, Moment mal, wenn ich abends müde bin, wo habe ich die Energie gelassen? Denn früher im Handwerk wusste ich, warum ich abends müde bin. Wenn ich dann aber hier sitze den ganzen Tag, 8 bis 10 Stunden mit Menschen arbeite, wenn ich dann müde bin, ohne mich groß zu bewegen, wusste ich schon, naja, oder habe ich schon gedacht. Gedacht habe ich nicht viel, weil wenn man es kann, muss man nicht drüber nachdenken, macht man es einfach. Und da habe ich schon gemerkt, ja, Stress, die Gefühle abzuwehren.
Wenn ich jetzt heute mit Menschen arbeite, ist es eher so, dass ich abends mehr Energie habe wie morgens. Das kommt jetzt natürlich darauf an, wenn ich morgens schon genügend Energie habe, habe ich abends jetzt auch nicht mehr. Mehr wie 100% gibt es nicht. Aber wenn ich jetzt morgens mal nicht so viel Energie hätte, warum auch immer, vielleicht stresst das Wetter oder was auch immer, ich habe nur 80% Energie, dann bin ich sicher, habe ich abends gefühlt weit über 100%, weil es einfach schön ist, Menschen unterstützen zu dürfen, ihnen helfen zu können, sich selbst helfen zu dürfen. Das ist ja das in meiner Videos. Nur wenn ich das nicht weiß, und das wusste ich früher nicht, dann bin ich total am Arsch am Abend und merke nicht, naja, ich wollte einfach gut sein, ich wollte nichts falsch machen. Also das war sicherlich bei mir früher so, aufgrund eines Minderwertigkeitskomplexes möchte man ja alles richtig machen und so weiter. Das kannst du alles in meinen Videos erfahren. Und dann wird es kritisch. Also prüf mal, arbeitest du mit Menschen, bist du im helfenden Bereich tätig, wie geht es dir damit? Wenn du voller Liebe, voller Freude bist und kerngesund, machst du alles richtig. Das ist das, was du mitgebracht hast. Das kannst du ja an der Astrologie, in der Numerologie auch berechnen. Ist das das, was ich mitgebracht habe? Ist es meine Berufung, mein Seelenplan? Ja, dann ist doch alles prima. Wenn es aber nicht so ist, wenn du einfach irgendwann in diesen Bereich gekommen bist, dich da etabliert hast und gar nicht gemerkt hast, warum habe ich das überhaupt angefangen? Ja, ich wollte halt Menschen helfen. Aber warum? War ich als Kind immer so hilflos? Und hätte mir Hilfe gewünscht und glaube, jetzt kann es bei anderen natürlich dadurch besser kennen, es brauchen alle Hilfe. War meine Mutter sehr hilflos und ich habe es nie geschafft, oder mein Vater, sie zu unterstützen, möchte ich jetzt immer noch auf dem Rücken von anderen Menschen, Patienten, meine Vergangenheit heilen? Dann wird es kritisch, dann wirst du irgendwann schwer krank und merkst nicht, um Gottes Willen, ich wollte ja immer meine Eltern heilen, ohne dass ich es gemerkt habe. Ich wollte immer meinen Schmerz in anderen auflösen. Deswegen wurde ich dann auch aggressiv, patzig, traurig, wütend, wenn im Außen irgendwas nicht geklappt hat. Dann ist natürlich fatal, kontraproduktiv und super gefährlich. Okay, gut, ist zum Helfersyndrom. Also prüfe einfach, wenn du im helfenden Bereich tätig bist, bringt es dir Energie? Da müsstest du jetzt allerdings auch prüfen, merke ich gerade, wenn ich das so leichtsinnig sage, das kann die wenigsten Menschen ja beurteilen. Natürlich bringt es dir Energie, sonst würdest du es nicht machen. Aber was für eine Energie? Denn wenn es dir Energie bringt, anderen Menschen zu helfen, um deine eigene Energie auszugleichen, weil du ständig im Energiedefizit bist, weil dein Körper sagt, die Welt ist gefährlich, die ist nicht gut, ich bin es nicht wert, bla bla bla, dann fühlst du dich natürlich, wenn du mit anderen Menschen arbeitest, gut. Aber du fühlst dich nur gut dann, um dich nicht schlecht zu fühlen. Und dann wird es zum Missbrauch. Das erlebe ich ganz oft. Ich mal in der Klinik oder so irgendwo Ärzte oder wie noch immer coache und ich merke, wow, da ist jemand, der macht den Patienten richtig blöd an, weil der gerade nicht macht, was der Arzt oder die Helferin oder die Assistentin oder die Krankenschwester möchte. Da merke ich, wow, da nimmt es aber jemand sehr persönlich. Dann hat es nichts damit zu tun, dann machst du es eh nicht freiwillig. Sondern möchtest du, dass der andere sich gut fühlt, damit du gute Gefühle kriegst, weil das kommt ja zurück. Die Patienten sind dankbar. Wenn du dann sagst, mir geht's gut, ehrlich, also das kannst du auch wieder messen. Jetzt sagst du, naja, wie könnte ich das jetzt messen? Wenn du eine gute Arbeit machst oder das Ergebnis gut ist oder man dir sagt, du hast es gut gemacht und du dich dann besonders gut fühlst, dann hast du ein Problem. Dann bist du abhängig von Feedback von außen. Ich habe auch ein Video gemacht, warum Komplimente Körperverletzung sind. Wenn du gute Arbeit machst und du das weißt, weil du ganz bei dir bist, dann machst du gute Arbeit, weil du das weißt. Das heißt, die Arbeit ist auch gut, wenn da draußen jemand sagt, das war nicht in Ordnung. Weil du ganz bei dir bist. Und wenn du gute Arbeit machst, weil du es für dich machst, für niemand anderen, sonst missbrauchst du deinen Gegenüber, deine Patienten ja, dann kann auch jemand mal sagen, also das fand ich jetzt nicht okay. Da wirst du sagen, okay, danke für das Feedback, lass es uns klären, was genau meinst du? Dann kriegen wir das miteinander geklärt. Du fühlst dich nicht schlecht. Fühlst du dich aber schlecht, wenn jemand dir negatives Feedback gibt und du fängst dich an, den Kopf und Kragen zu reden, es tut mir leid, oder du machst blöd, den anderen blöd anzumachen, damit er damit aufhört, dann musst du dir klar machen, dann missbrauchst du deine Umgebung, dann versuchst du um jeden Preis gute Gefühle haben zu müssen, nicht zu wollen, so wie eine Zwangsneurose, damit du deine negativen Gefühle nicht fühlst, überdeckst oder eben durch das Feedback von außen immer wieder Lob und Anerkennung kriegst. Genau, das Wort ist es, Anerkennung. Prüfe mal, ob du in deiner Arbeit von Anerkennung, Lob und Anerkennung abhängig bist. Wenn ja, dann hast du ein schweres Problem. Dann missbrauchst du dein Gegenüber, weil du merkst gar nicht, wow, ich mache für alle alles. Ich mache Sonderschichten, ich gebe mehr wie 100%, ich gebe 200%. Warum? Naja, dass ich gute Gefühle kriege, dass jemand sagt, wow, sind sie gut? Ach du Schande. Dann missbrauche ich die Umgebung, ich missbrauche mich. Mein Körper
Ja, fühlt sich dabei nicht wohl, weil ich das immer wieder mache, nur um geliebt zu werden, um Anerkennung zu kriegen. Dann hast du natürlich ein richtiges Problem. Aber gut, wer hat es nicht? Wenn man ganz ehrlich ist, machen das die meisten Menschen. Ja, merken es halt nicht. Man lernt es halt leider auch nirgendwo. Okay, jetzt wurde das auch noch in Synonym, also nicht Synonym, parallel gefragt. Helfersyndrom, Heldensyndrom. Habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie so direkt verglichen oder gehört, aber es kommt ja das Gleiche raus. Deswegen denke jetzt mal laut, ich habe jetzt keine Zeit oder Lust mehr gehabt, mich darauf vorzubereiten, weil ich muss es ja nicht, ich weiß ja, um was es geht. Und ich überhöre Helfersyndrom, naja, ist das klar, Heldensyndrom. Warum wird jemand zum Held? Um sich gut zu fühlen. Das ist genauso eine Zwangsneurose. Wenn jemand jemandem hilft, also, ja, und er sagt, du bist mein Held, würde ich sagen, was? Boah, du bist mein Held, Michael. Ich sage, wieso? Ja, du hast so total tolles Video gemacht. Oder so. Dann sage ich, wieso bin ich jetzt dein Held? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe einfach nur ein Video gemacht. Jetzt mal da nicht so ein Theater. Was ist da? Du hast das Video extra für dich gemacht. Du bist mein Held. Sorry, diese Verantwortung möchte ich gar nicht. Ich möchte nicht dein Held sein. Was soll das denn? Hattest du nie einen Held? War dein Vater nie da? Oder deine Mutter? Hast du in der Kindheit keine Helden gehabt? Dass du jetzt zum Held werden musstest? Also, wenn jetzt jemand ein Heldensyndrom hat, so ein Helfersyndrom, eine schwere Zwangsneurose. Also, wenn du Held sein musst, doch nur, um dich heldenhaft zu fühlen. Was ist das Pendant zu Held? Keine Ahnung, was du sagen würdest. Loser, Verlierer, nichts wert, Neufin Elend. Also, wenn jemand sagt, ich bin Held oder ich habe ein Heldensyndrom oder ich mag das, wenn jemand mich als Held hochstilisiert, dann kannst du dir sicher sein, versuch mal das Gegenteil zu fühlen vom Held, was auch immer das für dich ist. Dann weißt du, vor was du wegläufst. Es gibt wahrscheinlich genügend Helden da draußen. Die wahren Helden würden sich nie als Held bezeichnen. Was sollten das bitte bringen? Das wäre eine Bezeichnung, eine Identität. Um Gottes Willen, wie anstrengend. Wenn jemand sagen würde, Michael, du bist mein Held, wow, du hast mich gerettet oder so, dann, sorry, das möchte ich möchte nicht dein Held sein. Ich habe genug zu tun, brauche jetzt nicht auch noch, dass ich für dich dein Held sein muss. Wer soll denn das gut sein? Such dir jemand anderen, aber nicht mich. Wenn ich was gemacht habe, was dir gefällt, dann ist es okay. Du kannst mich auch Held nennen. Ich werde die Rolle nur nicht annehmen. Ich habe keine Zeit, um jetzt dein Kasper, dein Held zu spielen. Das wollte ich gar nicht. Und wahrer Held würde auch sagen, was? Ich habe jetzt da irgendjemand, der fast vom Auto überfahren wurde, rechtzeitig von der Straße weggezogen. Wieso bin ich jetzt ein Held? Ja, Sie sind mein Held. Sie haben mich gerettet. Ich bin da unachtsam, wäre ich fast auf die Straße gelaufen und an den LKW gekommen. Sie haben mich zurückgeholt. Sie sind mein Held. Würde ich sagen, na ja, wenn Sie das so nennen wollen, von mir aus. Ja, fühlen Sie sich nicht so? Nö. Ich war jetzt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, habe mal nicht auf mein Handy geguckt, durch die Gegend sehe, ups, irgendwas stimmt hier nicht. Da kommt ein LKW, da sieht eine Frau auf ihr Handy und die läuft in die Richtung. Wenn die jetzt weiterläuft, die Sauerei möchte ich nicht. Ich habe sie einfach weggezogen, weil ich die Sauerei nicht möchte. Naja, ich hoffe, so würde man es jetzt nicht nennen, aber es wäre ja auch so. Idee sagen, ich wollte einfach die Sauerei hier nicht und keine Zeugenaussage machen müssen, deswegen habe ich sie weggezogen. Ja, vielleicht gibt es sowas. Aber ich würde dann sagen, naja, ich habe das gesehen, dass da irgendwas nicht stimmt, dann habe ich sie weggezogen. Das war eine Reizreaktionsnummer. Warum auch immer. Das muss man doch jetzt nicht ein Theater draus machen. Ich bin kein Held. Ich habe einfach aufgepasst. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das machen durfte, dass ich einen Seelengefährte, wenn es eine Frau wäre, der Seelengefährte, das Mann wäre, unterstützen durfte. Anscheinend war ihre Zeit noch nicht abgelaufen, sonst wäre ich sowieso nicht da gewesen. Dann wären sie zwar von Zug oder von, was war es, ein LKW gelaufen. Also ich kann sowieso niemand retten, wenn es nicht im Plan des anderen steht. Das war einfach. Ich war da, um der Seele zu zeigen, schau mal, aufs Handy zu gucken, ist nicht immer sehr geschickt. Und dann bin ich kein Held, sondern bin ein Erfüllungsgehilfe. Ich würde mich auch nicht so fühlen. Sagen, gut, hat gepasst, prima, machen wir jetzt kein Theater draus. Also, ein Heldensyndrom, wenn jemand Held sein muss, hat eine schwere Profilneurose, Zwangsneurosen sind es immer, man muss es ja machen, hat einen schweren Minderwertigkeitskomplex. Fühlt sich immer wie das Gegenteil von einem Held. Also dieser Mensch, der sich zum Held hochstilisiert, der Held sein muss, macht es immer, 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 immer nur, behaupte immer nur, um von seinem Schmerz nichts wert zu sein, abzulenken. Weil er sagt, ich hatte nie einen Helden. Ich hätte mir einen Held gewünscht. Und ich weiß, wie sich ein armes Würstchen anfühlt. Ich will mich aber nicht wie ein armes Würstchen fühlen. Ich möchte mich nicht so fühlen wie das. Ich war es nicht wert, dass mein Held, mein Vater, für mich da war, weil er zu viel gearbeitet hat oder meine Mutter oder so. Ich will das aber nicht fühlen, also werde ich für andere zum Held werden, um jeden Preis, und wenn ich dabei draufgehe, in der Hoffnung, dass sie zu mir sagen, du bist ein Held. Denn wenn ich wirklich ein Held bin, dann muss ich ja nicht fühlen, dass ich ein Loser bin. Also jemand, der irgendwie sagt, ich bin Held, der wird es nur sagen, weil er sich wie ein armes Würstchen fühlt.
hilflos, ohnmächtig, so ein Minderwertigkeitskomplex ausgeliefert fühlt, der wird es nicht nur sagen, der wird es liefern müssen. Jemand, der das nicht sagt oder nicht sagen muss, hat das Thema in der Form sicherlich nicht. Gut, also dementsprechend Heldensyndrom, naja, ist letztendlich auch nichts anderes wie ein Helfersyndrom. Ist ja auch ein Helfersyndrom. Aber wenn es irgendwelche gibt, die sagen, ich bin Held oder wie immer, habe es jetzt genügend erklärt, dann ist ganz klar, die fühlen sich alles andere wie ein Held. Denn wenn es gibt Helden, ein normaler Held, der das macht, weil er sagt, ja, ich habe meine Berufung rausgefunden, ich bin Held. Ja und? Dann bist du Held. Das ist dein Job. Mach dir nicht so ein Theater draus, bist Held. Wenn er sagt, hey Michael, du Held, sag ich, das ist meine Berufung, das habe ich gelernt, was machst du jetzt für ein Theater? Ich bin Held, muss man kein Theater machen. Ist genauso dämlich, sage ich mal, wie wenn Leute beim Flugzeug, im Flugzeug, wenn das Flugzeug landet, klatschen. Denke ich mir, was ist denn das für eine Geschichte? Wieso klatschen die, wenn der Pilot landet? Hallo, das ist ein Must-Have? Oder gehen die davon aus, dass sie jedes Mal krepieren, weil er irgendwie eine Bruchlandung macht? Und dann klatschen, ja super, der Pilot ist richtig gelandet, wir haben es überlebt, ja, go for it, double, laugh-like oder so. Hä? Das ist ein Must-Have. Landen muss man können. Da muss man kein Theater machen. Wenn es jetzt eine Schräglage gibt oder es gibt ein Wahnsinnstheater, dass der wirklich eine extrem gute Leistung gebracht hat, dann kann man ja mal klatschen. Aber ich weiß nicht, heutzutage klatscht man auch nicht mehr. Aber es gab eine Zeit, wo ich dachte, hä? Klatschen, ich bin auch mal eine Zeit lang geflogen, aber nur kleine Maschinen. Also wenn ich da jetzt jemanden mitgenommen hätte und der klatscht, würde ich sagen, wieso klatschst du? Spinnst du? Da sah das jetzt so aus, als wäre das was Besonderes. Ich habe ein bisschen rausgeguckt, ja, um die Landebahn zu treffen, die Klappen richtig zu setzen, aber wie beim Einparken. Klatscht etwa, wenn jemand einparkt? Nicht, oder? Also, gut, genug gelabert, ich hoffe, es hilft dir ein bisschen. Finde deine Wahrheit auf jeden Fall raus und ja, dann einfach bis zum nächsten Video. Dein Michael.